Ja, wir sind schon auf Oberberge im SOS Kinderdorf. Ja, wir sind zum Wohnungs- und Gebäudebrand alarmiert worden und haben vorgefunden, einen Brand innerhalb vom Kindergarten, der schon relativ weit entwickelt war. Und wir haben dann sofort begonnen mit der ersten Löschmaßnahme. Ja, Ausbreitung, also das heißt, im Inneren war es schon relativ weit entwickelt, das Feuer. Wir hatten gleich zu Beginn bereits mit dem Löschwasser Probleme. Das Volumen war zwar da, aber der Druck war nicht ausreichend. Ja, die Stadtwerke sind gekommen, haben praktisch noch weitere Schieber geöffnet, dass der Wasserturm, der direkt angrenzend ist, sofort vollläuft. Also wie gesagt, Volumen ist nach wie vor nicht das Problem, aber mit dem Druck, der könnte durchaus besser sein. Also wir hatten 6 C-Rohre und ein Wenderohr über die DL im Einsatz. Nein, bereits beim Eintreffen wurden wir darauf hingewiesen, dass also das Gebäude leer ist, also keine Personen mehr im Gebäude waren. Das uns natürlich sehr beruhigt hat. Und die restlichen Gebäude in der Nachbarschaft sind weit genug weg, die waren also nicht gefährdet. Also wir haben momentan mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz, 13 Fahrzeuge der Feuerwehr. Naja, es ist zwar jetzt nicht an der Tagesordnung, dass man zwei solche umfangreiche Einsätze kurz hintereinander, oder das heißt sogar, der eine Einsatz war noch nicht einmal abgeschlossen, sind wir bereits nach Oberberge gefahren. Also wie gesagt, Gott sei Dank ist das nicht an der Tagesordnung, aber Sie sehen, das funktioniert auch bei einer freiwilligen Feuerwehr. Wir befinden uns hier in Schondorf-Oberbergen mit dem Einsatzstichwort Wohnungs- und Gebäudebrand, was sich in einem SOS-Kinderdorf im dortigen Kindergarten abgespielt hat. Genau, der erste Gedanke auf meine Antwort war, sind noch Kinder im Gebäude, ja oder nein? Ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein RTW, ein Orgel, die Bereitschaft mit zwei Fahrzeugen sowie die Kreisbereitschaftsleitung. Kollegen von der Bereitschaft übernehmen die Betreuung bzw. die Verpflegung der Feuerwehreinsatzkräfte, die hier zahlreich vorhanden sind. Nein, es gab keine Verletzten. Großbrand und Totalschaden. Ein Kinderhaus für 40 Kinder in zwei Gruppen. Kinder aus dem SOS Kinderdorf, aber genauso aus Ober- und Unterbergen, aber aus der Stadt Schorndorf. Zum Glück ist nichts passiert. Also, außer dem Schaden an den Gebäuden sind ganz viele Feuerwehrleute im Einsatz, Rote Kreuz im Einsatz, aus Schorndorf, aus Oberbergen, aus Weiler und jetzt auch mit Unterstützung aus Fellbach, weil es sich noch mehrere Stunden ziehen wird. Ich bin angerufen worden von der Feuerwehr, war selber in der Sitzung, in der Krisensitzung zur Vorbereitung von der Sitzung von morgen, eine Videokonferenz, und bin dann ans Handy gegangen. Habe es aber schon geahnt vorher, weil ich per SMS im Verteiler bin der Feuerwehr, und habe es gelesen und auch wahrgenommen, wie viel von der Blaulicht-Fraktion, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr auch schon einsetzen. Es war am Baum, war es ein Balkonbrand. Von daher ist ein Zug auch weiterhin in Schorndorf und wirklich ein ganz arbeitsreicher Einsatz für die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Ein Stück weit kann man aber einmal stolz sein an so einem Tag. Man sieht, wie leistungsfähig die Feuerwehr schon noch ist. Ein Kollege hat mich angerufen und hat mich informiert. Und ich war natürlich schockiert und mein erster Gedanke war, geht es den Kindern gut? Ist irgendjemand möglicherweise in Gefahr? Naja, ich habe gezittert am Körper auf der Fahrt, und als ich dann die Feuerwehr gesehen habe, war das zum einen eine Beruhigung, weil ich da Vertrauen in die Feuerwehr habe, und zum anderen aber natürlich auch Sorge, was erwartet mich, und habe mir dann einen Überblick verschafft. Ja. Das ist ein öffentlicher Kindergarten, von dem wir Träger sind, also das SOS Kinderdorf. Das heißt, in dem Kindergarten besuchen Kinder aus dem Stadtbezirk Schorndorf, aus der Stadt Schorndorf, den Kindergarten. Und das ist ein zweigruppiger Kindergarten mit ca. 40 Kindern. Wir haben das 2004 neu gebaut. Also wir werden uns eng mit der Stadt Schorndorf natürlich abstimmen. Wie können wir eine gute Betreuung für die Kinder anbieten und auch für die Eltern, die ja die Betreuung auch auf die Betreuung angewiesen sind. Wir werden jetzt heute Abend schon erste Pläne entwickeln, wie wir die Kinder notbetreuen können, wo die Eltern morgen zur Arbeit gehen müssen, und werden auf der anderen Seite die Eltern bitten, wo die Betreuung gewährleisten können zu Hause, dass ob die Kinder noch zu Hause bleiben können. Und dann geht es darum, eine kreative Kraftanstrengung zu machen. Also das Kinderdorf als Ganzes
empfängt Spender, die wir für vielerlei Zwecke einsetzen. Da sind zum Beispiel auch für den Neubau Spender mit aufgewendet worden, damals 2004. Sonst ist es als ein Kindergarten der Stadt Scharndorf so, dass die Stadt Scharndorf plus die Eltern mit den Beiträgen für die Finanzierung da sind. Ja, klar. Ich habe vorher mit einem Kind gesprochen. Ich bin durch jede Gruppe gegangen und habe mich persönlich vergewissert, dass alle Kinder gesehen wurden, sodass wir ausschließen können, dass da jetzt ein Kind zu Schade gekommen ist. Und da ist ein Kind, das in den Kindergarten geht, hat gesagt, das ist ganz schlimm, was ist mit den Spielsachen und was ist mit meinen Sachen. Das heißt, die Kinder sind natürlich betroffen. Ja.